So, meine Lieben, dann haben wir das willkommen zu einem heute etwas anderen Video. Und ihr seht schon oben im Titel, ihr seht es am Thumbnail und ihr seht es im Hintergrund. Heute mal wieder mit einem Cup. Was heißt mal wieder? Seit langer, langer Zeit. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal jemals gemacht haben. Das war den Cup-Spielen, aber heute hat das mal richtig Sinn, denn heute Abend spielt ja Deutschland gegen Italien das Viertelfinale der Europameisterschaft. Und passend dazu gibt es in FIFA einen Cup, wo du nur mit deutschen Spielern spielen kannst. Das Ganze heißt die Mannschaft und das Turnier, das werden wir heute mal angehen. An der Stelle, wenn es euch wieder gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes für diesen Part. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, lasst natürlich auch sehr, sehr gerne ein Abo da. Kleine Info vorneweg, das Ganze, ihr seht es vielleicht, hört es, denkt es euch, ich weiß es nicht, ist heute mal nachkommentiert. Ich habe mir einfach mal überlegt, ich habe mal Bock, das Ganze nachzukommentieren. Das soll nicht heißen, dass das in Zukunft immer so ist, um Gottes Willen. Aber ich dachte mir mal, ein bisschen Abwechslung tut sicherlich gut. Hab das Ganze gestern Abend beim Spiel aufgenommen bei der EM, wo Wales die Belgier rausgekickt hat. Und ja, dementsprechend habe ich mir gedacht, bietet sich das mal an. Habe das Ganze ein bisschen zusammengeschnibbelt und ihr seht, jetzt hat mein erstes Mal sozusagen im Mannschaftscup, wie weit ich da gekommen bin. Da haben wir es nochmal. 5000 Coins und das Geheimset, dass man da letztendlich ja gewinnen kann. Ein Geheimset, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr in eurem Geheimset hattet. Das war ja neulich schon mal mit am Start, als man den Island Cup spielen konnte. War ja die Auswahl zwischen einem Draft, einem Coins an sich oder eben einem irgendeinem Set, was man kriegen kann. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben damals den Island Cup zwei- oder dreimal gespielt, sind irgendwie nicht wirklich weit gekommen. Dementsprechend übrigens eine richtig geile Chance für den Gegner gleich mal. Ja, hat sich das irgendwie nicht so wirklich ergeben. Wir dann in dieser Situation übrigens mit dem 1:0. Marco Reus macht die Kirsche, der 87er in Form. Also mit dem Treffer. Ich habe euch ja das Ganze neulich im Chemglitch erklärt. Eigentlich hätten wir da mit dem 86er Reus gehen können, sollen, was auch immer. Aber ich hatte den noch im Verein rumlungern. Deswegen habe ich mal uns den 87er in Form gegönnt. Wir werden auch heute noch, ich weiß noch nicht, wie ich das Video nenne, da das 2:0 durch, ich glaube, Effenberg, Bioff, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube Effenberg, jawohl, das sieht man leicht am Gesicht. Und dann der Gegner hier übrigens nochmal mit dem dicken, fetten Patzer. Ich ein bisschen mit einem übersprühten, zu schnellem Abschluss, aber Bioff macht dann doch nochmal alles klar. Was wollte ich sagen? Genau, ihr werdet jetzt dann gleich noch was sehen in diesem Part, vor allem im letzten Spiel, das ich euch dann zeigen werde. Um Gottes Willen, Freunde, das, was man in FIFA nie erreichen möchte, unser Gegner hier auch nochmal mit dem Pfostentreffer, hätte es sich durchaus verdient gehabt, ein Tor zu machen. Am Ende gewinnen wir mit 3:0, waren die bessere Mannschaft, aber okay. Nächster Gegner dann mit Antonio Rüdiger mit Trainingskarte. Allerdings ganz, ganz früh Oliver Bierhoff, zack, die Bohne, rein das Ding, 1:0, wieder ein ziemlich, ziemlich guter Start. Aber naja, in dem Sinne, ihr werdet dann was sehen, Jungs, um Gottes Willen, das will keiner. Was ich auch noch sagen wollte, schreibt mir gerne auch nochmal in die Kommentare, was ihr heute Abend für Deutschland und Italien tippt und wie ihr allgemein zu der Sache steht. Die Situation hatte ich noch nie in FIFA 16, dass der den so komisch köpft und der dann ins Aus geht zum Eckball. Also ganz, ganz viel Glück gehabt in der Situation, sonst gibt es da das 1:1. Und schreibt mir auch gerne mal rein, was ihr davon haltet, dass ich das Ganze hier nachkommentiere. Ob ihr sagt, Mensch, Schlappi, wenn da mal wieder Turniere raus sind, warum nicht? Spielst du einfach ein bisschen, kommentierst nach und zack die Bohne, könnt ihr gerne mir in die Kommentare schreiben. Und jetzt im Hintergrund, Jungs, jetzt geht so ein bisschen das Spektakel des zweiten Spiels los. 57. Minute, Arnold Roth. Wir schreiben die 65. Minute. Vandenberg mit der Grätsche hinten in die Beine von Bierhoff. Der Schiedsrichter, der zögert nicht lange. Zack, nächste rote Karte. Die zweite für den Gegner. Kapitän muss runter, der Silberspieler von der Hertha. Und wir sind noch nicht ganz vorüber. Da nochmal der Freistoß von Matthäus an die Latte. Leider Gottes nicht ganz im Tor untergegangen, beziehungsweise reingegangen. Und jetzt, zack, oben müsst ihr achten. Zack, die Grätsche auf Bioff. Es gibt die dritte rote Karte. Innerhalb von 15 Minuten kassiert unser Gegner drei rote Karten. Johan Churu trifft es da, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Sieht man jetzt da nochmal am Rande. Also absoluter Wahnsinn. Und der Gegner war da nicht mal mega aggressiv. Er hat, glaube ich, da oben einfach nur den falschen Mann ausgewählt und dementsprechend auf einen meiner Spieler gegrätscht, der überhaupt nicht in Ballnähe war. Effenberg macht dann das 3:0 in der 75. Und dann kam das, was kommen musste. Man kann es verstehen, der Gegner mit dem Rage-Quit hatte keinen Bock mehr. Dann das Halbfinale, unser bislang bester Gegner, Rubin Keban, mit dem besten Team und auch spielerisch ein sehr, sehr guter. Da hat es nicht lange gedauert, bis er die erste Chance bekommen hat. Da waren wir noch dazwischen in Person von Manuel Neuer. Dann konnte er allerdings nichts machen, beziehungsweise, da war es mein Fehler, den Keeper zu früh rausgeholt. Mario Götze trifft, macht das 1:0 nach, ja, 23 Minuten. Das erste Mal, dass wir hinten liegen, das erste Gegentor in diesem Turnier.
Aber wir können uns ein klein wenig erholen. Bierhoff mit etwas Glück stolpert den Ball der Anadler vorbei. In der 31. Minute zum 1:1. Wir hatten dann die Chancen. Reus mit der Aktion, Adler wieder da. Wir hätten das Ding machen können. Haben die Chancen, die paar, die wir dann hatten, leider Gottes nicht genutzt. Und da kennen wir dann auch FIFA. Da ist FIFA rigoros, wenn du die Dinger nicht machst. Dann macht's eben der Gegner. Mario Götze 2:1. Führt jetzt gleich noch ein Tänzchen auf. Macht das Tor und Jungs, jetzt kommt genau das, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, das, was keiner sehen will. Gleich werdet ihr es sehen, gleich werdet ihr es trotzdem sehen, das ist noch das 3:1, das geht noch in Ordnung. Und ich glaube, der nächste Cut, der zeigt euch dann das, ja, was ich nicht so ganz verstehen kann. Der Gegner hat sich das Ganze verdient, hier mit 3:1 zu führen, auch allgemein das Spiel dann am Ende so zu gestalten. Bierhoff dann nochmal mit der Chance, aber jetzt hat, was er dann abzieht, ich verstehe sowas nicht. Wir sind eine halbe Stunde vor Ende dieser Partie beim Stand von 3:1 und unser Gegner hat nichts Besseres zu tun, als in jeder Situation Zeitspiel zu machen, sich an die Eckfahne zu stellen, wie jetzt den Ball einfach mal komplett ganz zum Keeper zurückzuspielen. Unfassbar, wie gesagt, das Spiel an sich, vom Spielerischen hat er sich verdient, das hat er absolut unnötig gehabt, sowas da letztendlich nochmal mit reinzunehmen. Schießt dann durch Draxler in der 82. noch das 4:1, weil ich alles sehr, sehr natürlich offensiv gestaltet habe, auf sehr offensiv bzw. totaler Angriff gegangen bin. Ich habe mich übrigens noch von diesem Gegner, ich habe in meine Messages geschaut, nach dem Spiel als Noob beschimpfen lassen. Das zu diesem Thema, aber gut, ich konnte lachen. Nebenbei lief Wales gegen Belgien, geiles Spiel, wir machen nochmal das 4:2. In dem Sinn, war leider Gottes im Halbfinale Schluss gegen unseren Kollegen. Wie gesagt, es ging in Ordnung, er hatte mehr Chancen, aber die Art und Weise, wie er da gewonnen hat, beziehungsweise, dass er da so viel Zeitspiel macht, hat er absolut nicht nötig gehabt. Weiß nicht, warum er es getrieben hat. Ich verstehe sowas nicht, aber ich verstehe vieles nicht, Jungs. In dem Sinn, war es das heute mit diesem Part. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet, ob ihr Bock auf mehr habt, was so Turniere angeht, oder ob ich sage, nö, lieber wieder ganz live kommentieren und nicht nachkommentieren. Ich bin offen für alles. Ich denke, ein bisschen Abwechslung hat auf jeden Fall heute gut getan. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht Abonnent seid. Und in diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder mit den nächsten Videos, Jungs. Macht's gut, viel Spaß heute Abend beim Spiel. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.